Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Champ Failed. Ja, ich habe mir heute mal wieder gedacht, ich zeige euch noch ein paar Level von mir, die ich jetzt noch so dabei habe. So, und zwar, was hatten wir das letzte Mal gehabt? Ich muss gerade kurz gucken. 20 Sekunden Challenge war, glaube ich, unser letztes, was wir gemacht haben, was ich bei mir gemacht hatte. Untergrundschluss, Schluss der. Genau, 20 Sekunden Challenge. Dann ist jetzt nächstes das Untergrundschloss dran, ne? Müsste eigentlich. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich gucke gerade nochmal in meine Liste rein. Ja, das war das letzte, was wir gemacht haben. Untergrundschloss spielen. Untergrundschloss. So. Sieht seriously. Ja. Guckt euch einfach an. Also hier habe ich quasi ein kleines Leben versteckt. Und hier unten habe ich einen Pilz versteckt. Um das Ganze nicht so schwierig zu machen. So, und jetzt geht's los hier. Zack, zack, zack. Dann hier rein. Und deswegen heißt es Untergrundschloss, weil das Schloss im Untergrund ist, weil du quasi so jetzt da reinkommst. Ich wollte nicht einfach so das direkt im Schloss beginnen, sondern einfach, ich wollte das irgendwie so rein, so verbinden, dass du von der Oberwelt erst ins Schloss rein musst, sozusagen. So, wollen wir hier rüberkommen? Im Grunde eigentlich ein recht einfacher Sprung. Zack, zack, zack. So. Gucken wir, seht schon, hier müssen wir jetzt hoch. Seid nicht zu streng mit mir, weil es sind noch meine ersten Level, deswegen. Zack. Wuhu. Hier muss man einfach bloß stehen bleiben eigentlich, dann klappt das schon. Aber im richtigen Moment sollte man schon springen, um hier oben zu landen. Da ist nämlich die Tür, wo es weitergeht. So, und hoch, hoch. Jetzt erwartet uns was hier. Nehmen nicht das da. Hab ich den Hammerbruder rauskommen lassen. Jetzt müssen wir hier hoch. Zack, rein da. Hier eine kleine schwierige Passage. Das heißt schwierig. Sie erinnert so ein bisschen an die. Scheiße. An die früheren Marios. Da gab es immer so eine Passage, wo du quasi hier zwei Hammerbrüder hattest. Wow! Alter! Wo du halt so einen Weg hattest, wo du halt so zwei Reihen Fragezeichenblöcke oder so hattest. Und du hattest halt dann auf jeder. Wie in jeder Reihe so ein Hammerbruder sitzen, die sind dann halt hinterher gesprungen. Beziehungsweise es waren ja eigentlich mehr solche Ziegelblöcke waren das ja mehr. Da konntest du dann da unten dran springen, da hast du den Hammerbruder kaputt gemacht. Sowas von früher halt. Auf jeden Fall, das war dort erste Level. ID ist wieder eingeblendet, ich muss gerade selber kurz gucken. Das machen wir das nächste Mal. Okay, dann war es das hier auch schon wieder. Dann sehen wir uns das nächste Mal.